Hallo ihr Lieben, so da bin ich wieder. Jetzt geht es wirklich darum, was darf sich jetzt hier beruhigen, was darf sich aktivieren und was bringt dich wieder in deine Kraft, in deine Stärke. Das sind diese Energien in dieser Form, die wir uns jetzt anschauen werden. Falls ihr den Hund hört, mein Nachbarhund meldet gerade, dass Herrchen und Frauchen nicht zu Hause sind. Das macht er sehr gerne, sehr ausdauernd ab und an. Das kann ich nicht steuern, also falls ihr das hören solltet, ich höre es nicht sehr laut, aber über die Aufnahme, da bin ich mir manchmal nicht so sicher mit dem Mikro, dann liegt es daran, das können wir ignorieren, dann ist er halt einfach auch dabei. So, und wir starten. Bis gleich. So, dadurch, dass ich jetzt die kleinen Lunamore-Karten genommen habe, sind jetzt wirklich alle rausgefallen und alle rausgeputzelt. Das geht sich genau aus und schaut, finde ich, total geil aus. Total lustig. Das war jetzt überhaupt nicht geplant an und für sich, dass da jetzt alle Karten da sind. Aber ich habe von der Energie schon mitbekommen, okay, das hat schon seinen Verlauf hier. Ja? Also gut, was darf da jetzt einfach in die Beruhigung gebracht werden? Und was geht es da, was ist da so im Inneren los? Und das gefällt mir eigentlich sehr gut, weil im Inneren geht es darum, in seine Kraft, in seiner Stärke anzukommen. Einfach einmal auch die Vergangenheit ruhen zu lassen. Oder vielleicht auch, weil der Bär genau auf den Seelenmenschen jetzt hinschaut, vielleicht auch einmal den Seelenpartner ein bisschen Ruhe zu lassen und da für sich selber in den Neuanfang zu gehen. Ja? Die 13, eine für mich magische Zahl, die wirklich so einfach von dieser Kraft des Neuanfangs spricht, ja, wo man sich selber verbunden mit allem irgendwo in sein Licht hineinbringt, um diesen neuen Schritt zu gehen, um sich auch zusammen dann in die Stabilität zu bringen. Und hier geht es darum, dass man hier wirklich nochmal schauen darf, das Kind schaut wirklich zum Bären hin, also auch, welche Stärke hast du vielleicht noch in deiner Kindheit begraben, was möchte da noch raus, wo darfst du jetzt einfach hinschauen, wo deine Seelenflügel dich hintragen möchte und was spricht deine Seele hier im tiefsten Inneren zu dir und will hier noch mit irgendetwas in die Vollendung, in die Versöhnung mit dir kommen, um dich endlich dazu entscheiden zu können, hier deinen spirituellen Weg zu gehen, in deine Klarheit zu kommen, und da wirst du dann den Schlüssel, die Vollendung, diese Sicherheit für dich auch sehen. Ja, also das ist das, was hier ganz, ganz stark mitkommt, dieses in sich hinein fließende, nochmal in sich ruhende, hier sich darauf besinnen, was man eigentlich möchte. Man hat hier vielleicht noch ein bisschen wirklich Angst, vielleicht auch Angst, eine starke Anziehung einfach mal auch loszulösen, ja, und sich dafür zu entscheiden, für sich, für seinen Weg. Ja, ich glaube, viele von euch haben das in der Tat schon gemacht, ja, und das ist ja auch keine Neuigkeit jetzt, dass es immer wieder mal kommt, aber wir haben auch gesehen, dass durchaus in diesen starken Schwingungen immer wieder mal wieder so Sehnsüchte oder sonstiges hochkommt, ja, wo man mal wieder nachdenkt drüber, gerade wenn hier vielleicht eine Dreieckssituation noch angezeigt ist, wo sich dein Herzensmensch vielleicht in einer Partnerschaft befindet, ja, so würde das da liegen, und da geht es einfach darum, dieses mal zu lösen, vielleicht dem auch den Schlüssel zu geben, dir klar zu werden darüber, dem den Schlüssel zu geben, dich selbst aufzustellen und hier in diesen Umbruch hineinzugehen, ja, also wirklich da, das kommt nämlich hier in der Ruhe, wird es dir klar, hier in der Ruhe nimmst du dein eigenes Kind in der Hand, hier in der Ruhe, findest du dein inneres Seelenland und gehst in der Versöhnung mit ganz vielen Situationen, so wie ich das wahrnehme, und gehst hier nämlich wirklich diesen Step jetzt und sagst, okay, ich gehe in die Vereinigung mit mir selbst, es geht um meine Seele, es geht um meinen Weg und ich entscheide mich jetzt für mich selber, ja, und nehme hier zu mir hingehend den Schlüssel in die Hand, und dass hier dieser Partner auch noch mitschwingt, okay, das sehe ich, aber irgendwie geht es da auch um eine Beendigung des Ganzen. Vielleicht hörst du hier auch noch einmal von deinem Seelenmenschen, dass es um eine Beendigung geht. Das ist dir aber noch nicht klar. Also das ist dir noch nicht klar. Hier geht es tatsächlich darum, dass sich das erst offenbaren wird. Also möglicherweise hat das aber auch nichts mit einer Schlange, sondern mit einer Mutter zu tun. Hier werden auf jeden Fall Dinge gelöst. Und ich nehme auch wahr, dass zwischen euch einfach auch eine Transformation des Innenraumes stattfindet, tatsächlich bei euch beiden. Diese Kombination, wenn das wirklich so fällt, Sarg und Turm, ist für mich schon eine Trennung.
Ja, und eine Trennung einfach auch vielleicht dieser Kommunikationslosigkeit, auch das kann sein. Ja, es wird hier etwas beendet. Ja, vielleicht wird hier auch der Kontakt beendet, aber das sieht man noch nicht. Ja, vielleicht wird aber auch hier über ein Ende, was stattfindet, ja, wird dann berichtet und auch das seht ihr noch nicht. Möglicherweise hat sich hier auch der Herzensmensch von jemandem tatsächlich getrennt, ja, was er dann erst nach dieser Phase tatsächlich dir näher bringen möchte, ja. Also da sind jetzt ganz viele verschiedene Variationen. Ihr seid auch in verschiedenen Dingen drin. Es fällt mir da manchmal wirklich sehr schwierig oder sehr schwer, eine Seite nur zu legen oder eine Seite nur zu sagen, weil tatsächlich ihr daherkommt und einige von euch gehen weiter und sagen, nein, das passt für mich nicht mehr. Auch der Schlüssel, die männliche Energie hier in die Kraft zu kommen, sich selbst verbindlich zu sein, ein altes Mutterthema vielleicht auch hier zu lösen, ja, oder ein Familienthema hier zu lösen, um sich selbst in der Verbindlichkeit gegenüber zu sein und zu erkennen, dass man diesen ganzen Weg hier nicht mehr in möchte, sondern dass man sich selbst aufstellt, vielleicht auch mit der Kundalini-Energie, mit der Schlangenkraft, mit dem Schöpfungswesen, ja, der innere Drache, der da erwacht. Auch das ist hier alles möglich. Ja. Es geht um deinen Fluss, es geht um dein Gefühl und um deine Stärke. Es geht nicht immer nur um deinen Herzensmensch. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig in dieser Situation, egal was das dann hier heißen soll. Aber hier werden unter anderem auch alte Verträge gelöst. So nehme ich das wahr, ist aber hier tatsächlich noch nicht sichtbar. Ja? Egal aber wie. Es scheint mir hier jetzt zu sein, und dann schauen wir einfach weiter, was da jetzt mehr Kraft bringt, als ob dieser Stillstand, diese Herausforderung momentan ganz, ganz wichtig ist, um in das eigene Glück zu finden, um in die Herzerweiterung zu gehen oder in den Herzfrühling einzutauchen. Und das Ganze wird hier von oben auch gesehen und geführt und von oben tatsächlich so eingeleitet. Weil hier nehme ich stark wahr, da geht es noch um eine vereiste Zeit. Ja, vielleicht sind Dinge momentan einfach auch blockiert, weil sie noch nicht so weit sind, weil hier auch vor dem inneren Ballast hier die Gitterstäbe einfach auch noch vorhanden sind. Und da geht es darum, einmal in sich selbst, ja, wieder Frühling hineinzubringen, sich für sich zu entscheiden, die Sterne funkeln zu lassen, in sich selber aufzustehen und diese Gitterstäbe wirklich tatsächlich zu beenden, damit hier auch das Glück und die Freiheit und diese Liebe tatsächlich eintreten kann. Und da geht man diesen Weg, weil tatsächlich ist diese Anziehungskraft und ist diese familiäre Stärke, auch die Ahnenkraft, das Glück, die Harmonie in einem selbst sehr verankert. Ja, und dort möchte man wieder hin, weil na, manchmal scheint mir das ein bisschen verloren zu sein. Deswegen innen in die Kraft finden, innen sich entschlüsseln, innen der Seele zuhören, sich selbst wiederfinden, seiner Intuition Folge leisten, in die Seelenschwünge finden, ja, dass man hier den Vogel wieder fliegen lässt, in sich selbst, ja, seine Seelenflügel öffnet, ja, und hier diesen Mangel, der scheinbar noch da ist in diesem Wachstumsprozess mit den Zweifeln auch an seiner Stärke und vielleicht die Sicht auf irgendeinen einen verrotteten Ast, wie auch immer, zu beenden und dann die Befreiung aus diesem Gedankenkonstrukt zu gehen. Eine sehr, sehr spannende Konstellation, Moment, sehr, sehr spannende Geschichte, die, wie sie hier liegt. Ja, die Mäuse, der Fuchs, der Baum und der Reiter. Ja, das heißt für mich wirklich, in dieser Situation geht es um die Befreiung aus diesem Gedankenkonstrukt, damit man hier seine Seelenflügel öffnet, wieder mit dem Storch in die Klärung geht, in die Selbstliebe geht, sich selbst hier findet und plötzlich den Weg in die Erleuchtung, in sein Seelenglück, in seine Fülle findet. Ja, tatsächlich geht es darum, auch noch den alten Schmerz, wenn wir das jetzt so wirklich anschauen, wie es so fällt. Ja, hier geht es noch um die Klärung, wo traut man sich noch nicht? Ja, wo hat man vielleicht noch Zweifel? Wo hört man vielleicht seine Seele noch nicht? Was möchte hier mit der eigenen Loyalität noch gelebt werden? Und da kommen noch alte Themen hoch und die schaut man sich an, was einfach hier zum Glück finden kann. Ja, hier die Konstellation haben wir uns schon angesehen. Möglicherweise geht es hier um eine 3x-4x-Konstellation, möglicherweise aber auch wirklich nur um die eigenen Verstrickungen, auch mit der männlichen Energie, mit Mut, mit Kraft, ja, mit solchen Dingen, wo man jetzt einfach eine neue Geschichte für sich schafft. Man geht hier in den Umbruch hinein, auch im finanziellen, vielleicht auch im arbeitstechnischen Bereich. Hier kommt absolute Fülle und trotzdem geht es darum, noch etwas für sich zu entschlüsseln und seiner Seele hier wirklich genau zuzuhören, um dann auch der Eule der inneren Weisheit zu folgen, weil das, was hier passiert, das ist von oben so gerichtet. Das soll so sein. Also im Moment rennt nichts schief, sondern im Moment geht es um die Versöhnung von diesen alten Trieben kam jetzt da gerade, ja, mit dem Baum. Ja, wirklich dieses, das als Geschenk zu sehen und nicht als Bestrafung vielleicht auch. Ja?
um hier den eigenen Weg zu finden. Weil dadurch diese Kraft und diese Stärke kommt man dort auch hin. Ja? Wir haben hier den Bären, wo man sich selber aufstellt, ja? Mit der Sonne, mit den Fischen, mit dem Ring, wenn wir das mal so sehen wollen. Also unglaublich schön auch, was da dann auf uns zukommen möchte, wenn wir diesen Weg der inneren Ruhe gehen, ja, und die alten Emotionen in die Heilung bringen, weil auch dort liegt der Schlüssel drin. Also das ist jetzt nona net, ja, das ist eigentlich das, was wir eh alle wissen, aber jetzt ist vielleicht auch einfach die Zeit, sich dessen noch einmal einfach bewusst zu werden, sich noch mal drauf zu besinnen und vielleicht noch einmal vermehrt einfach in dieses Vertrauen hineinzukommen, dass alles richtig und wichtig ist, so wie es jetzt gerade ist, weil hier geht es wirklich um das Haus, hier geht es um die eigene Mitte, hier geht es wirklich darum, dass man in seiner eigenen Kraft wieder erwacht. Ja? So, schauen wir uns einmal an, was dann noch als Zusatz drüber fallen möchte. Eine Karte, ja. Momentan ist es halt einfach diese Herausforderung. Aufgrund von alten Schmerz nur werden hier tatsächlich nach diesem Erklimmen des Berges wird die Ernte eingefahren. Also das alles braucht einfach seine Zeit und das alles wird zur rechten Zeit, ja, tatsächlich auch in die Erlösung gebracht werden. Ja. Es geht halt nicht schneller, als es geht und manche Dinge sind absichtlich jetzt so, wie sie sind, damit man vielleicht auch eine erhöhte Perspektive einnehmen kann. Wir sehen, wenn wir uns das jetzt so anschauen, wir stehen da nicht unten irgendwo, sondern wir sind da wie in einer Adlerperspektive, die sieht, oder auch die Führung ist eingeschaltet, es fliegen hier Vögel herum, der Berg steht hier zwar sehr präsent, ja, es hat hier vielleicht auch mit Erkennen zu tun, mit einer gewissen Ruhe, er ruht hier drinnen, um hier auch mit dem Grün wieder die Kraft zu finden, und dahinter, da sieht man es noch nicht, dort ist man halt noch einfach nicht, also vielleicht hier einfach einmal die Aussicht genießen, ja, das Ganze in den Fluss bringen, schauen, was man da vielleicht krabbeln da Steinböcke drauf herum oder irgendwelche Gazellen oder was weiß ich, was man da alles in diesem Waldstück findet, oder vielleicht sind sonst irgendwelche Geheimnisse darauf versteckt, ja, dass man einfach einmal die Situation, weil man sieht ja irgendwie überall hin, es steht hier einfach nur einmal ein Berg. Ja, vielleicht auch, welches Geäst da alles ist. Ja? Da sind unterschiedliche Bäume auch zu sehen. Ja? Und alles das, was da hinten noch so ein bisschen nebulös ist, da wird man ja auch in Ruhe mit seinen Flügelschlägen dorthin finden. Ja? Und dann sieht man das auch, dann kommt auch die Sicht dort. Aber man ist halt noch nicht dort, deswegen sieht man es noch nicht. Und das ist auch genau richtig und wichtig so. Ja? Und die Ernte wird man zur gegebenen Zeit einfahren. Eine Karte noch? Nein, okay. Auch hier wieder der Reiter. Es werden Nachrichten, okay. Es werden Nachrichten kommen. Da braucht man sich keine Gedanken machen. Wir sehen es auch hier. Hier wird auch nochmal eine Kommunikation stattfinden. Ja? Aber in jedem Fall geht es raus aus einem schmerzenden, verletzenden Weg. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, diese Nachricht, dass man da einfach wieder in das Vertrauen kommt, ja, in seine Klarheit, dass man hier einfach auch wieder die Fülle und den höheren Plan dahinter sieht. Ja? Dass man sich auch wirklich jetzt, der Schlüssel ist dein spiritueller Weg. Ja? Nicht der Herzensmensch, nicht sonst irgendwas, sondern dein spiritueller Weg, deine Klarheit. Ja? Du bist der Schlüssel für dich selbst und deine Entscheidung zu dir, zu diesen Geschenken, zu dieser inneren Seelenwahrheit. Ja? Dass du hier selbst erfüllt sein darfst, dass du deinen Weg hier findest. Komme, was wolle, ja? Ein Partner wird auch daherkommen. Also um das geht es nicht. Es geht nicht darum, dass ihr ohne Partner sein müsst oder sonst irgendwas. Ihr bekommt da auch jemanden an die Seite. Ja? Aber es geht darum, um hier wirklich einfach einmal loszulassen, für sich wieder in die Kraft kommen, ja, und hier aus diesen Gedankenkonstrukten ganz klar rauszugehen, in die Versöhnung mit sich zu gehen, um diesen Seelenweg zu finden, und da kommt die Fülle, und die Fülle leuchtet dann über alles wieder, leuchtet fast alles wieder nieder, ja, also leuchtet nieder, das ist jetzt, ja, aber so schauen wir uns das jetzt mal an, was kommt da noch? Ja, eben. Ja, die Führungsqualitäten, die Führung ist eingeschaltet, auch du kommst in deine Kraft, du breitest deine Seelenflügel, wunderbar, wie das jetzt wieder alles passt. Ja? Und es geht eben noch darum, dass du hier in eine gesunde Lebensweisheit auch, ja, eintauchst und atmest, ja, damit dieser Wohlstand, diese Fülle kommen kann. Ja? Es geht jetzt einmal darum, wirklich Kraft zu schöpfen, ja, in diese Heilenergie, um die es da jetzt gerade geht, einzutauchen, damit du deinen Weg da klar vor Augen siehst und deine Flügel automatisch aus deiner Kraft, aus deiner Mitte heraus aufbreitest, um hier zu fliegen, ja, und alle Hindernisse quasi in dir in genau seiner Zeit, wann es sein soll, zu, unter Anführungsstrichen, zu besiegen, damit diese Fülle in dein Leben kommen kann, ja.
du siegst quasi über deine Ängste oder über deine Energieverluste, Angst oder sonst irgendwas und integrierst die Teile, die für dich notwendig sind und siehst das Ganze nicht mehr als hier einen verdorbenen Ast. So, und weil wir ja alle Karten da haben und weil wir auch schon gesagt haben, gut, der ein oder andere schaut hier natürlich auch nach der Liebe und möchte wissen, was es da so geht, dann schauen wir jetzt auch noch einmal drauf, was das Ganze mit den Seelenmenschen vielleicht auch noch auf sich hat. Und dazu nehme ich jetzt aber, nein, was nehme ich denn da jetzt dazu? Nehmen wir auch die Kipperkarten. So, schauen wir mal. Zu deinen Herzensmenschen, was könnte das hier auch noch zu tun haben. Aha, okay. Ja, also hier sind auch Energieverluste drinnen. Hier geht es darum, eine innere Krankheit oder vielleicht jemanden, der krank ist, hier zu pflegen. Hier ist etwas in der weiten Ferne noch vorhanden. Ja, hier ist jemand noch nicht mit seinem Seelenweg wirklich verankert, möchte diesen Weg aber gehen tatsächlich auch, ja, und beginnt auch schon sein Seelenschiff, du hast das Schiff ja auch, ja, mit bunten Farben zu füllen, damit auch alte Stricke reißen. Aber momentan ist hier irgendwo ein bisschen der Energieverlust drinnen. Ja? Möglicherweise geht es hier wirklich auch noch um Pflege oder sonstiges auch. Ja? Zu hohen Ehren kommen hier an dieser Stelle. Also hier ist wahrscheinlich jemand auch sehr zuvorkommend, sehr pflichtbewusst, ja, sehr auch im Außen orientiert, möchte irgendwie schauen, dass man da auch die Stellung nicht verliert, ja, will auch irgendwie das Gefühl haben, von außen anerkannt, wertgeschätzt zu werden. Und da kann das auch sein, dass man aufgrund von so einer Übersteuerung zum Beispiel sich innerlich momentan wirklich schwach fühlt und irgendwie nicht so ganz in die Gänge für sich kommt oder auf seinen Lebensweg, weil das einfach vielleicht noch etwas ist, was im Außen dann doch so ein bisschen dazwischen steht. Ja? Auch da geht es nämlich dann um ein Geschenk. Ja? Und naja, ich habe es jetzt fast vermutet, ja? Das sind eben die Erwartungen. Ja? Und vielleicht beim einen oder anderen geht es auch noch darum, dass hier die Dame mit den Erwartungen auf den guten Herrn blickt. Ja, also vielleicht hat man hier Situationen, wo einfach auch das Umfeld ein bisschen einwirkt. Ja, nicht nur das Umfeld, sondern vielleicht auch du an manchen Stellen. Ja, da müsstet ihr jetzt für euch hinschauen und euch das mal ehrlich anschauen. Ja, was hat man vielleicht auch selbst für Erwartungen an einen Mann, ja, oder an eine Frau? Es muss jetzt ja kein Mann sein an der Stelle, sondern an einen Partner. Ja, nicht alle von euch haben gerade gar keinen Kontakt, ja, sondern einige von euch sind auch im Kontakt miteinander, die meisten wohl aber nicht. Ja, und ganz viele befinden sich in Dreiecksituationen, also auch hier könnte das dann die Nochfrau oder Ex-Frau oder die Frau des Partners sein. Ja, wirklich ganz unterschiedlich. Was aber nicht unterschiedlich ist, ist euer Weg in eurer Stärke. Und das finde ich total schön. Weil egal, wie die Situationen im Außen sind, und wir sind ja alle auf einem individuellen Lernweg, ja, so ist trotzdem der Prozess zu sich selber relativ ähnlich, während die Situationen im Außen doch immer wieder sehr unterschiedlich sind. So, ich glaube, eine Karte möchte noch von den Keeper-Karten und das ist eigentlich nur das Geschenk. Ja? So wie ich es gerade vorher gesagt habe, war vorher auch das Rückblatt und hier fällt das Geschenk quasi bei dir drunter auch das Geschenk. Ja? Auf die gleiche Stelle, wo es noch einmal darum geht, einfach auch seine Gedanken. Ja? Also ich glaube schon, dass dein Herzensmensch hier auch an dich denkt. Ja? Aber ich glaube auch, dass er seine Gedanken relativ gut lenkt. Ja? Und dass hier einfach tatsächlich auch dieses eine Gratwanderung zwischen, okay, hier will jemanden ein Geschenk machen, hier will man vielleicht aber auch Geschenke bekommen. Ja? Und dieses Hin und Her, also es ist hier eine Energie drinnen, die hin und her gerissen ist, so nehme ich das wahr. Also, und das Ganze ist eben auch das, was dann auch ein bisschen die Situation ein bisschen schwierig macht, ja, auch für dich. Ja, weil hier jemand erst in seine Wünsche kommen muss, ja, damit er überhaupt in diese Seelenstärke kommen kann. Ja, ja, genau. Ja, und das Geschenk wäre hier wirklich auch das ein bisschen auszulösen, hier wirklich auch in die Verbundenheit wieder hineinzugehen und auch wirklich diese Anziehungskraft und auch das, ja, mit dem Wunsch, mit der Verankerung hier, das ist schon verankert, dass man das auch irgendwie wieder
aufleben lässt, ja, dass man da irgendwie sagt, okay, ich will Verbundenheit in meinem Leben leben und ich will meinen Gefühlen da selber nicht im Weg stehen und einen Krieg führen, vielleicht gegen mich selber, nur um der Ehre willen, ja, weil diese Karte zu hohen Ehren kommen, da sind die Soldaten aufgestellt, also das ist jetzt nicht irgendwie, ja, aufgrund von, dann ist man gut, wenn man das macht oder so, oder dann beeindruckt man vielleicht jemanden oder dann kommt man vielleicht zu dem, was man sich wünscht, und die Wünsche sind ja hier wirklich in die eigene Stabilität, in die eigene Fülle zu gehen, und da trägt man halt einfach noch Masken, ja, vielleicht auch noch Masken in dieser Verbindung, aber vielleicht manchmal auch in der Verbindung natürlich zu dir, ja. Genau, weil man da einfach vielleicht auch nicht zeigen möchte, dass man doch auch immer wieder Verlustangst hat, immer wieder Mangel hat, super lustig. Jetzt kommt der Turm, jetzt kommt der Bohnen zweimal. Ich habe scheinbar diese Karten irgendwie vermischt in der vorigen Legung. Ich sage immer, wenn das passiert, weil ich mische ja dann immer durch und ich sortiere die auch dazwischen immer wieder. Aber wenn das passiert, dann hat es seinen Grund, und hier kommen die Wünsche zweimal bei deinem Herzensmensch. Und das heißt schon, hier trägt man noch die Masken, was eigentlich die eigenen Wünsche sind. Das heißt, man muss hier überhaupt erst lernen, vielleicht auch durch eine eigene Energieverlustgeschichte hier seinen Weg zu gehen und diese Konstrukte, die Erwartungen von außen als einfach, ja, als Heilweg für sich zu sehen, um das Ganze zu beenden, um in seine Wünsche, in seine Gefühle, in seine Freiheit einzutauchen. Ja? Und das sieht man hier halt noch nicht. Jetzt läutet der Wecker. Ja? Darf sich das aber genau anschauen. Und manchmal will man es vielleicht auch noch nicht sehen. Ja, manchmal will man es vielleicht auch noch nicht sehen, aber ihr werdet eigene Wege gehen, ja, und werdet den hier einfach einmal auch lernen lassen, ja, damit sich hier auch die Brücken tatsächlich schlagen können, damit hier ein neuer Weg gegangen wird. Also hier muss man das einfach lernen. Hier braucht man gewisse Situationen, um zu erkennen, was ist eigentlich in diesem Leben ein Geschenk. Bekomme ich die Wünsche? Bekomme ich das, was meine Seele sich eigentlich, was meine Stabilität in mir selber eigentlich möchte? Bekomme ich diesen tiefen Fluss, diese Anziehungskraft? Oder mache ich mir da etwas vor? Und das ist der Weg, sich das hier genauer anzuschauen, wo man momentan scheinbar hier sich noch nicht ganz traut. Aber wenn man diesen Weg findet, dann kommt die positive Veränderung hier tatsächlich, und dann hat man auch den Schlüssel für sich, um über diese ganze Energiesituation und den Rückzug hinauszufinden, hinaus aus seinen Hausmauern, um sich zu entscheiden, ja, um sich zu entscheiden für sich, aber auch zu einem glücklichen, verankerten Leben. Und das sieht man halt hier noch nicht. Ja? Hier ist man halt wirklich noch am Lernen. Hier ist man noch am Zuschauen. Hier ist man noch mit den Routen auf derselben Situation wie ihr auch. Ja? Also ganz interessant, die Routen auf den Routen, die 11, die 22, ja, nur so nebenbei, fällt hier auch. Also der Lebensweg ist noch nicht klar. Da gehören einfach noch Hausputze gemacht. Da gehört einfach Nein. Und der Hund an derselben Stelle. Also ich meine, das ist doch wirklich lustig. Ja? Das ist ja fast schon wie hausgemacht. Ihr seid beide auf einen Prozess gerade in eurer Stärke, jeder in einem anderen Gebiet. Ja? Euer Herzensmensch muss ja scheinbar noch über wirkliche Energieverluste lernen, was überhaupt wichtig ist. Ihr habt euch scheinbar schon mit euren Wünschen auseinandergesetzt, habt euch scheinbar schon auf einen Weg begeben, ja? Möglicherweise auch wirklich in der Spiritualität, ja? Einfach in diese Klarheit. Ihr habt euch schon bewegt, ihr seid euren Seelenruf nachgegangen, seid aber noch dabei, in die Kraft hineinzukommen und da ein bisschen lockerer zu lassen, um hier wirklich auch dieses, ja, in dieses Vertrauen wieder hineinzugehen, weil hier scheint es einfach blockiert zu sein zurzeit. Ja? Und auch hier mit der Klärung, mit der Selbstliebe, mit der Freundschaft, mit der Vollendung, wo man sich selbst wieder in den Fluss bringt, da ist es halt noch nicht so weit. Ja? Man ist aber dabei, dass man diesen Weg wandelt, und deswegen, ja, weil es einfach noch nicht geht, wäre dieser Neuanfang, den ihr ja hier schon macht in eurer Stärke, da ist man halt noch nicht so weit, ja, und da hat man auch noch seine Zweifel, ja, und deswegen funktioniert das auch noch nicht so recht, und man muss hier erst in die Heilung gehen, damit dieser Lebensweg beschritten werden kann, ja.
aus alten Glaubenssätzen heraus, der Weisheit folgend, ja, was ihr ja hier auch habt, ja, der Intuition in der Fülle nachgehen, um den Ruf seiner eigenen Seele wahrzunehmen und hier in die Verbindung ins Glück für sich selber zu gehen, ja. Und da haltet euch nicht auf mit irgendwelchen Gedanken und Konstrukten um ihn mit seiner anderen Partnerin. Das hat hier überhaupt nichts damit zu tun, sondern es geht um die Liebe, es geht um die Kommunikation und es geht um eine alte Seelenverbindung, ja, die hier tatsächlich gelebt werden kann. Ja, also auch eure Eifersucht, eure Gedankenkonstrukte oder eure Zweifel, eure Sehnsucht, ja, werden hier eher als blockierend noch, damit ihr auch das auflösen könnt, behandelt. Deswegen liegt auch hier noch der Berg. Also es geht wirklich darum, in die Lockerheit, in die Freude seines eigenen Lebens gegenüber, in der Unabhängigkeit einzutauchen, um hier seinen Weg zu gehen. Ihr Lieben, irgendwas will noch raus? Ja. Ich liebe dich. Ja, die heilige Vereinigung für immer. Man darf das einfach wirklich für sich einfach einmal auch lösen. Damit man einfach für sich in diese Freude, in diese Liebe gehen kann. Seelenpartner sind übergeordnet, absolut in Liebe mit uns verbunden. Ja? Und der Seelenpartner hilft einem immer, seinen Weg zu gehen. Aber es geht, egal wie, geht es nicht darum, mit demjenigen jetzt zusammen zu sein, auch wenn man es sich gerade wirklich sehr wünscht, auch wenn man dort die Sehnsucht hat, sondern es geht trotzdem um einen selber. Und solange man selber die Themen hat, und das sehen wir ja auch bei euch unten, ja, dass es da einfach noch ein bisschen braucht, solange, oder hier einfach noch braucht, ja, wenn ihr auch schon viel weiter seid, dann seid so weit und gebt das frei und sagt, okay, ich mache jetzt für mich auf und ich gehe jetzt einfach meinen Weg, weil den darf ich gehen und das bin ich mir wert, dass ich hier nicht stehen bleibe, ja, und vor lauter Rücksicht vielleicht immer wieder in den Rückspiegel schauen und gar nicht vorankommen in meinem Leben. Es geht ja um dich. Ja? Und wenn das Seelenmännchen hier auch seine Seelenflügel geöffnet hat, ja, dann öffnen sich wieder neue Türen. Und dann kann man sich auch wieder begegnen. Weil momentan sagt irgendwie das Schicksal, das Karma, die Führung, ja, das Universum oder wie auch immer, sagt, es geht noch nicht. Es braucht hier einfach noch seine Zeit, damit beide bereit werden und ihren Weg jetzt im Moment für sich selber gehen, ja, vielleicht auch nebeneinander, vielleicht auch immer wieder mal im Kontakt, aber ich glaube jetzt noch nicht als dieses erfüllte Paar, weil wir sehen ja da gibt es noch einiges zum Tun, vielleicht unterstützt ihr euch dazwischen immer wieder mal, vielleicht auf einer freundschaftlichen Ebene, ja, wie auch immer, ihr seid verbunden miteinander, das ist ganz klar und es geht um euren Weg, ihr Lieben, so, das war jetzt nicht mehr so schwer, und ich wünsche euch jetzt wirklich von Herzen eine restliche schöne Woche und lade es jetzt gleich einmal hinauf. Bis dann, ihr Lieben. Baba. So, und jetzt noch für alle Lichtarbeiter, also für alle Seelen, die sich entschieden haben, hier zu sein, um diesen Umschwung, um da einfach mit beizutragen, da noch tiefe Verletzungen, tiefe Wunden, tiefes Ungleichgewicht zum Teil auch aufzulösen, alte Verletzungen zu heilen, die hier sind, um diesen Prozess jetzt einfach zu gehen. Da kam so die letzten Tage ein bisschen der Hinweis hoch, in die Ruhe zu gehen. Wirklich diese Spaltung nicht in irgendeiner Form voranzutreiben, sondern ganz, ganz sanft in sich einzukehren, in die Ruhe zu finden, um dann in diese Vereinigung miteinander zu gehen, ja, um das Ganze wirklich in einer erhöhten Situation, aber tief auf der Erde schwingend, ja, also das ist halt so ein bisschen dieses Hin und Her, zu begleiten und einfach zu sein, ja, einfach zu sein, einfach die Dinge anzunehmen. Und dazu möchte ich jetzt noch ein paar Botschaften legen, weil das einfach auch ganz, ganz wichtig ist, ja, dieses zur Ruhe kommen, jetzt die Kräfte sammeln. Es ist nämlich noch nicht so weit. Es ist noch nicht so weit und das, was da einfach noch auf einen zukommen wird, ja, vielleicht auch im persönlichen Bereich, da braucht man einfach dann auch eine Gelassenheit und eine Ruhe dazu, damit man sich nicht in den Konstrukten der Schatten wiederfindet. Ja, das ist so einfach die Botschaft, die da ein Stück weit mitkommen möchte, ja, kristallklare Intuition, ja, und in die freie Natur, also jetzt geht es wirklich darum, seinen Geist zu sammeln, sich mit der Natur zu verbinden und einfach in der Mitte zu ruhen, in der Mitte anzukommen und für sich selber da zu sein, ja,
Ich glaube, mit den Kristallkindern, mit der kristallklaren Intuition, da ist das klar. Ja, und es wird alles gut, es wird alles gut werden. Es sind genug Hilfen da. Ja, und wir dürfen uns hier alle miteinander verbinden, ihr Lieben. Ja, also wirklich in der Ruhe liegt die Kraft. Und es geht darum, durch die eigene Mitte, vielleicht auch noch zum Teil durch die eigenen Schatten, hier in seiner Klarheit, in seiner Kraft und ja, in seinem Schöpferwesen anzukommen. Hier wird ein neuer Tag geschaffen. Man darf auch darauf vertrauen, dass tatsächlich einfach nach der Nacht, nach dem Morgengrauen meinetwegen auch, tatsächlich die Sonne wieder Eintritt halten wird. Ja, und hier tatsächlich in die Reife, in die Kraft eingehen können wird. Ja, und hier mit der maskulinen Energie, also mit der männlichen Kraft, geht es noch einmal darum, seine Stärke, seinen Solarplexus, seine Klarheit zu finden und machtvoll und auch mutig voranzugehen in diesem Vertrauen, in seiner Stärke und das Ganze mal seinen Weg finden zu lassen, ohne jetzt zu viel zu tun, ja, und sich da wirklich in aller Liebe selbst zu vertrauen und sich selbst in seiner verspielten Kindheit anzunehmen. Wir haben jetzt, was auch von den Bachblüten kommt, ja, tatsächlich noch einmal die Verbindung mit Water Violet, ja, mit der Sumpfwasserfeder, also man nimmt hier sich eine Auszeit, geht in die Erholung, ja, mit der echten Ölbaum, Olive, also Mama vielleicht oder irgendwer, der das jetzt sehen will, der sich mit Bachblüten gut auskennt. Ich kenne mich nicht aus, aber die Bachblütenkarten wollten jetzt springen und die springen wollten, finde ich sehr schön. Ja? 19, das Selbstvertrauen, das haben wir vorher schon gerade gesehen im Reading. 23 mit der Erholung und 34 mit der Verbindung zur Natur, zu allen anderen. Ja? Aber in der Ruhe jetzt in dieses Selbstvertrauen zu finden, damit man hier alles für sich begreifen kann und dann in diesen Mut und all das auch zu finden, ja? Damit man eben seinen alten Schatten auch begegnen kann, wenn sie noch hochkommen, ja? Und auch noch hier in die Selbst, auch hier der Selbstwert, die Selbstvergebung, aber auch die Selbstannahme und Anerkennung mit all dem, was man jetzt ist, zu gehen. Also ganz, ganz wichtige Botschaften hier auch noch einmal. Und wir wollen uns das hier von den Karten auch noch mal ansehen. Was kommt da noch durch? Also im Endeffekt noch einmal eine Bestätigung auch für all die, die jetzt vorher das Reading ganz geschaut haben, die da schon in Resonanz waren und einfach diesen Weg auch gehen. Es geht darum, hineinzuspringen, sich hineinfallen zu lassen, ja, in dieses Abenteuer und Ja zu sagen zu dieser Wandlung, zu diesem Change, ja. Weil die Welt pulsiert und es kommen hier immer wieder Nachrichten und die Nachrichten empfängst du nur, wenn du hier in der Mitte ruhst und die kosmische Energie auch einatmest, ja, und um das Atmen, wir haben es gerade vorher gesagt, also das sind Wiederholungen, in der Ruhe liegt die Kraft, ja, damit du einfach auch diesen Strom der Energien in dir wahrnehmen kannst, ja, und das Pulsieren der Welt, die dir Nachrichten überbringt, um hier eine Harmonie und Balance tatsächlich zu überreichen und auch die Sirius-Energie, ja, momentan blinkt ja auch der Sirius, wenn man ihn einmal anschaut, ja, also der Hundsstern unten beim Gürtel des Orion, wenn man runtergeht, links unten davon, ein Stückchen weiter entfernt, findet man auch den Sirius und der blinkt in letzter Zeit auch ganz, ganz heftig, ja, und da auch nochmal hinzuschauen und wirklich sich zu trauen, tatsächlich in diese Ruhe, in diese innere Macht einzutauchen. In der Ruhe liegt die Macht. Ja. Dieser Weg geht nur durch sich selber und durch sich selber verstärkt durch dieses Energienetz der Liebe, die um uns herum jederzeit immer verfügbar ist. Ja, was hältst du noch zurück? Wovor hast du noch Angst? Was möchtest du noch nicht sehen, wenn es darum geht, in die Verbindung zu gehen? Ja? Oder was möchtest du noch nicht sehen, wenn es darum geht, in dein Licht vielleicht hineinzugehen? Und dazu brauchst du die Seelenverbindung jetzt und dazu brauchst du dieses Wissen, was du bekommst von der kosmischen Energie, indem du dich mit deinem Lebensplan verbindest, in der Verbundenheit deiner Seelenfamilie und das Ganze als ein riesiges Tor, als eine riesige Chance, als eine riesige Möglichkeit des Lernens siehst. Ja, also wunderschöne Botschaften sind das hier. Und was begleitet dich jetzt auf diesem Weg? Was stärkt dich? Was gibt dir Kraft und was geht es noch hier? Ja,
die Fülle im Leben zuzulassen und auch die mentale Kraft hier zur Ruhe bringen, zu ruhen, um Leichtigkeit und Luftenergie in dir wahrzunehmen und Kreativität und Stärke, und dies mit Kreativität und Stärke zu tun. Ja, also wirklich auch hier tatsächlich fast alle Elemente wieder miteinander zu verbinden. Wir haben hier die 10 der Münzen, die Erdenkraft, die Fülle, die sich hier finden darf, in Verbundenheit mit der Engelmacht, ja, oder mit der kosmischen Macht, die hier tatsächlich auch mit den Erzengeln, mit dem Symbol der Erzengel angezeichnet ist. Also alles steht in Verbundenheit miteinander. Auch hier, wenn wir das sehen mit dem Rot tatsächlich, ja, hintenrum mit dem Gelb, ja, die eigene Macht, um die es ja die ganze Zeit geht, und die Kraft, aber auch diese verbindende, vertraute, im Vertrauen, ins Vertrauen fallende Stärke, und das Ganze liegt hier in der Transformation, damit man hier, das ist wirklich der Page der Stäbe, das ist für mich Luft, hier haben wir Gelb, ja, es ist natürlich nicht Luft, es geht um die Leidenschaft, vielleicht geht es aber auch um die Visionen, wo man dann mit ganzer Kraft einfach diesen Stab immer wieder herumschwingt, in die Lüfte schwingt, für mich ist das Luft, für mich ist das wie der Magier, der da einfach alles umwälzen kann mit seinen Visionen und frei ist, ja, fast schon wieder nah. Diese Karte hat für mich ganz viele Verbundenheiten miteinander, einfach nur von der Karte, wegen der Karte, da ist ganz viel Schwung, da ist Neues drin, da ist Experimentieren, Freude, Leichtigkeit, ja, da ist alles mit drin, Erfolg, Sieg, ja, auch in der Ruhe, man erkennt das Feuer, was man hier kreiert, ja, und steckt sein Zepter in den Himmel und sagt, hey, ich habe es getan, hier auf der Erde stehe ich mit beiden Beinen, ich habe meine Begleiter da, ja, aber um dies geschafft zu haben, es war ja so, ja, gehe ich in diese meditative Haltung, gehe ich in meine Gefühle, gehe ich in meine Tiefe, ja, und empfange, was von oben auch zu empfangen ist, unter anderem auch die Krone, die da hier mein eigen ist, ja, also hier kommt wirklich auch noch einmal diese Energie um, die mentale Kraft, die ja auch vorhanden ist mit der Königin, wir haben ja alle Königinnen, ja, und hier auch, was macht dir Freude, wo gehst du gerade hin, was ist dein Lebensplan gerade und wo führt er dich hin, ja, und hier auch in die mentale Stärke der Führung zuzuhören, um hier eine Klarsicht zu bekommen und auch in die Ferne zu sehen, also einfach auch wieder dieses Big Picture, die Größe des Plans dahinter zu erkennen, damit alles in der Ruhe kommen, in die Ruhe kommen kann und man sich mit diesem Plan, mit sich und mit allen anderen hier verbindet. Jetzt will ich noch eine Karte hier zu euch. Ups, ja. Noch einmal der Page der Stäbe in einer ganz anderen Energie, und zwar geht es darum, um das Gericht auch, ja, du wirst hier deinen Weg finden, folge einfach deinem Licht, folge der Windgeschwindigkeit, die Wolken lichten sich, es wird hier einfach auch zu dieser Wende kommen, von hier oben wird mit dem Gericht, das ist aber auch wieder Weckruf irgendwie, ja, da ist jetzt hier nicht dieses, sondern da wird etwas emporgerufen, ja, hier wird einfach auch etwas befreit. Lassen wir es einfach so stehen. Ja? Hier geht es wirklich darum, dass man auch seinen Weg durch eine vielleicht auch eine Steppe wahrnimmt, ja, um den rechten Weg hier zu gehen. Ja? Naja, da kommt jetzt schon ein bisschen auch diese Moses-Energie durch, ja, also mit dem Stab, ja, wo der Stab sich hingestellt hat vor das Wasser sich geteilt hat, ja, die ganzen Emotionen und das alles und rundherum, man wurde aber durch die Mitte durchgeführt und da hat man den Weg gefunden. Und das Ganze war einfach mit ganz, ganz viel Vertrauen, ja, und ich glaube, darum geht es, dass hier einfach wieder auch, ja, vielleicht geht es nicht so um Gerechtigkeit, ja, vielleicht geht es einfach auch um etwas, was Gewicht hat, etwas, was, ja, ich möchte mich da jetzt gar nicht so hineinlassen, aber hier geht es auf jeden Fall, sehe ich schon darum, dass hier wirklich tatsächlich auch gerufen wird, ja, und Dinge befreit werden, ja. Ich habe am 21, oder war das vor einem Jahr relativ, irgendwann war das, habe ich ja dieses, da war auch eine große Toröffnung, die habe ich total spannend gefunden, persönlich. Und das war, wie wenn sich eine Priesterschar hier umgeben hat. Manche waren ja bei dem Live auch dabei von euch, wo es wirklich darum geht. Das war so beeindruckend innerlich. Das war eine ganz, ganz geballte weibliche Energie. Können auch Männer dabei gewesen sein, aber dieses nährende, kraftvolle, schamanische Frauen, die geschrien haben. Und während sie, also so ein Ruf war das, ja. Und wenn
wenn dieser, wie Falken, die dann gerufen haben, eigentlich während sie geschrien haben, und auch Falken sind aufgestanden, und in diesem Ganzen explodierte jedes Mal ein Stern, und dieser Stern war Fruchtbarkeit, die sich erweitert hat, verbreitet hat, und dieses Zusammenwirken, und das waren wie wunderschöne Wellen, die da in Wogen einfach, ja, alles weggesprengt hat. Ja, und da kam diese Vision dann einfach auch, dass man Amulette bekommen hat zum Schutz, quasi wenn die Dämonen brechen. Ja, also wenn, oder wenn die Dämonen herausgeholt werden, das kam jetzt bei dieser Karte mit, oder die Dämonen, ja, die Ängste und so weiter. Ja, und wie das aufgebrochen ist, hat man diesen Schutz bekommen, um nicht selbst in diesen Bruch hineinzugehen, sondern beschützt diesen ganzen Kräften standzuhalten. Und darum geht's. Und das war in der eigenen Mitte, in der eigenen Stabilität verbunden mit anderen, wo es dann wirklich um diese Wellenbewegung und diese lichtvolle, wunderschöne, kraftvolle Verbindung geht. Ihr Lieben, wunderschön. Ich wünsche euch allen, dass ihr alle die Kraft in euch findet, hier in diese Verbundenheit, in die Vergebung und auch in diese verbindende Energie mit euch selber und auch mit anderen zu gehen. Und wünsche euch jetzt da ganz viel Kraft und ganz viel Sprungkraft in diese wunderschöne Reise. Bis dann, ihr Lieben. Baba. Oh.